Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Geralt und Ciri haben alle getäuscht. Nicht nur M hier und Avalach, sondern auch mich, uns gewissermaßen, haben sie den Tod Ciris vorgespielt mit dem Ziel, dass sie nun ein freies Leben führen können, dass Ciri nicht mehr gesucht und begehrt ist von der halben Welt, sondern dass die beiden offenbar als Hexer unterwegs sein können. Nun ist es so, wenn ich es richtig verstanden habe, und das ist jetzt ein rein spieltechnischer Hinweis nochmal zur Erinnerung, dass das Spiel quasi zurückgesetzt wurde auf den Stand, wenn ich es verstanden habe richtig, vor der Schlacht von Kaer Morhen. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir Ciri jetzt gar nicht im Spiel finden mehr können. Sie ist jetzt im Moment nicht hier. Und wie die Geschichte mit Yen jetzt sich gestaltet, wird sich zeigen, ob wir die nochmal wieder treffen. Aber nur, dass ihr euch nicht wundert. Ich würde aber sagen, rollenspielerisch, in unserer Geschichte ist es jetzt so, natürlich ist das Ende jetzt passiert, wie es ist, aber Ciri hat vielleicht einen eigenen Auftrag jetzt, ist irgendwo unterwegs, Yen auch, und wir haben auch noch zwei Aufträge zu erfüllen, denen wir jetzt nachgehen. Aber für uns, für mich, für Geralt, ist die Geschichte natürlich jetzt so vollendet, wie wir sie erlebt haben. Auch wenn das spieltechnisch jetzt hier nicht der Fall sein sollte. Insofern vermute ich mal, lohnt sich das jetzt auch nicht großartig hier Kaer Morhen zu durchsuchen nochmal. Weil ich glaube, wir treffen jetzt hier niemanden groß an, ne? Also, schätze ich jetzt mal. Ich laufe hier mal einmal durch, aber oben wird jetzt keiner sein. Also ich kann mir nicht vorstellen. Ja, wir prüfen es einmal. Wir gehen mal einmal irgendwo hoch und ich werde aber jetzt nicht das ganze Haus nochmal durchsuchen. Ich gehe mal davon aus, dass hier absolute Leere herrscht. Stellt sich natürlich insofern die Frage, warum wir eigentlich jetzt hier zurückgesetzt wurden, aber das ist egal. Gut, hier war ja sowieso immer absolute Leere, um ehrlich zu sein. Warum bin ich eigentlich hier hochgelaufen? Ja, wir marschieren mal raus, gucken auf dem Hof rum und dann machen wir uns natürlich auf den Weg nach Velen, denn dort ja, wartet eben ein Auftrag auf uns. Mehr dazu gleich. Okay, laufen wir zurück. Ja, fast ein bisschen unheimlich gruselig, dieses absolut leere, stille Kaer Morhen. Keine Menschenseele hier. So ist das kein so schöner Ort. Insofern bin ich ganz froh, dass wir den jetzt eigentlich verlassen werden. Tja. Da fällt die Tür ins Schloss. Niemand hier. Nur die Vögel. Die Krähen. So. Das ist das zweite. Der zweite Hof. Wir können auch unsere Schwerter mal kurz schleifen. Wir müssen sie eigentlich auch reparieren. Ah, ich glaube, einer ist da. Oder eine, besser gesagt. Wenn ich das hier eben richtig gesehen habe. Ist zumindest Plötze da. Sehr schön. Aber Plötze kann hier nicht durch, oder? Warte mal, was passiert, wenn wir jetzt... Geralt, kannst du dich hier... Tja, Plötze. Das müssen wir jetzt anders machen. Erstmal musst du mich durchlassen. So. Und dann kommst du jetzt alleine da durch, ja? Hier sieht es aber tatsächlich nicht so aus, als wäre es vor der Schlacht. Sondern es sieht aus, als wäre es nach der Schlacht. Vielleicht ist das auch damit gemeint gewesen. So, Plötze kommt nicht. Aber
das ist nicht so schlimm. Plötzlich ist bei uns. Wir reisen jetzt. Und zwar nicht nach Novigrad, sondern ich denke, wir werden genau dort weitermachen. Hier im Norden von Velen, wo wir, ja, wo wir ungefähr so gewesen sind. Denn ich glaube, das ist hier so das letzte Anwesen und die einsame Hütte, was wir erkundet haben. Und insofern werden wir, glaube ich, direkt am Moldawi-Anwesen starten und dann hier reiten. Denn hier ist offenbar ein Auftraggeber, genau. Zu dem werden wir als erstes hinreiten. Such Olgerd von Everick wegen des Auftrags auf. Der zarte Hauch des Bösen heißt das Ganze. Und dann wissen wir von einem Runenschmied und können vom Handwerk irgendwas erfahren. Schmied brauchen wir eigentlich sowieso, weil wir unsere Sachen auch reparieren müssen. Können wir natürlich auch selbst machen. Naja, wir schauen mal. Er ist zermalmt worden. Er hatte viel Besitz. An wen der jetzt wohl geht? Ah. Erinnert ihr euch noch? Hier war diese, ich glaube, diese Geschichte mit dem Golem im Keller und das Gebäude, was wir für jemanden, ja, quasi prüfen sollten. Und wir haben den Golem besiegt. Jetzt wird gesagt, er ist zermalmt worden. Was ist hier passiert? Der Herr wollte sich um alles kümmern und das Anwesen persönlich inspizieren. Er ging ganz nach unten in die Keller und krach, ist die Decke eingestürzt. Ende der Geschichte. Unglücklich. Sehr. Okay, ich fürchte, da sind wir nicht ganz unschuldig daran. Denn erinnert ihr euch vielleicht? Wir haben, glaube ich, beim Kampf gegen den Golem haben wir einen der Pfosten beschädigt. Und ich hatte nämlich gedacht, damit kann man irgendwie den Golem irgendwie besiegen oder so. Aber okay, das ist dann ein bisschen anders gekommen jetzt. Nur gut. So, Plötze. Da hinten. Okay. Oh, es ist schon sehr, sehr, sehr spät. Ach Mensch, möchte ich jetzt zum Abend dort ankommen? Das finde ich immer unschön. Ich möchte irgendwie eine neue Sache an einem frischen Tag beginnen. Wir wissen ja, dass das Anwesen jetzt hier, naja. Na okay, es ist super ungemütlich. Aber draußen auch. Boah, es ist wirklich ungemütlich. Ich möchte mal fast lieber draußen übernachten. Aber beim Regen muss nicht sein, ne? Leute, wir meditieren hier. Und machen hier unser kleines Feuerchen. Ich glaube, die Diener kommen bestimmt auch noch rein. Wenn die sehen, wie gemütlich es wir haben. Hier. So, und bei der Gelegenheit werde ich jetzt doch selber einfach mal unsere Schwerter reparieren und unsere Rüstungen. Nehmen wir mal, wir haben so viel davon, Gesellen-Set. Ach Gott, 95%, das sieht ja noch gut aus. Aber wir haben ja vor allem mit Silberschwert gekämpft. 68, ja? Okay, das ist schon durch und die Rüstung ist bestimmt auch ein bisschen angeschlagen. 92, das geht eigentlich. 98, da brauchen wir eigentlich noch gar nichts tun. 96, nö, alles gut. Ah, ich sag doch, die kommen rein. Ein ganzer Tag verschwendet. Was? Ich hab doch nicht den Tag verschwendet. Was willst du noch gleich? Na gut. Die kümmern sich gleich um das Anwesen. Erfassen alles, machen Inventur für den nächsten Besitzer. Wir können nur hoffen, dass der mehr Glück hat. Auf geht's. Aber die Obstbäume werden schon gepflegt. Schön. So, wenn ich mich recht entsinne, dann einfach hier dem Weg folgen und dann irgendwann links abbiegen. Und wie gesagt, das ist seit langem jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass wir wieder eine komplett neue Landschaft erleben und erkunden.
Eine Gegend, die wir noch gar nicht kennen. Naja, so als Gegend schon so ungefähr. Aber im Konkreten noch nicht. Was wächst hier? Ist das Wein? Chateau Fraîche. Okay. Ja, das ist offensichtlich Wein. Chateau Fraîche, das klingt ja sehr speziell. Ich sehe hier aber kein Chateau. Wir schauen mal hier vorbei. Ob hier irgendwas los ist. Das ist doch ein Chateau. Eine Wache? Sei gegrüßt. Willst du kuscheln, großer Mann? Okay, es ist irgendwie eine merkwürdige Gemeinschaft hier. Aber die machen so hier ihr Ding. Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte, was es damit auf sich hat. Hier wurde vor Jahren ein exzentrischer Graf namens Jakobus Ruth von Rieslingen. Ah, deshalb der Wein. Er verachtete zwar den Pomp des Hoflebens, liebte jedoch guten Wein. Daher legte er einen Weinberg an, dessen fabelhafter Beaujolais beiderseits des Ponta geschätzt wird. Interessant. Ja, beeindruckend. Und wird offenbar noch gehegt und gepflegt, so wie es aussieht. Und sogar bewacht. Die Sonne steht schon hoch, Bethje. Und du bist erst beim zweiten Korb. Nicht gut. Mir tut der Rücken weh und die Fänger sind steif. Da dauert es eben. Du kennst die Regel. Wer bis Sonnenuntergang keine 10 Körbe schafft, braucht am nächsten Tag nicht mehr wiederzukommen. Hab Mitleid, Junge. Ich mach das schon seit den Tagen des alten Herrn und hab immer mein Bestes getan. Was du getan hast, spielt keine Rolle, wenn du es jetzt nicht mehr tust. Zurück an die Arbeit, Bethje. Und lass dir raten, streng dich an. Oha, raue Sitten herrschen hier. Ist sie die Einzige, die hier erntet? Sieht fast so aus. So, das ist noch nicht unsere Abzweigung. Hier rechts auch Wein. Das sind ja wirklich große... Boah. Martin Föhrjes Hof. Okay. Da drüben ist ein Anwesen. Und hier haben wir den Abzweig. Okay. Das scheinen hier alles so eine kleine Landadligen zu sein. Das haben wir bisher noch nicht erlebt, ne? Also hier scheint so ein bisschen die Gesellschaftsstruktur eine andere zu sein. Ups, nicht so schnell. Garin-Anwesen. Okay. Kleiner Fluss, der hier durch so eine Mauer eingehegt ist. Sieht alles ganz liebevoll hier aus. Gepflegt. Hier sind Bedienstete. Der blöde Mächtige, ein Kaiser aus Nilfgaard, kann nicht mal sonst wo. Okay, Wachen hat er auch. Kutteln helfen gegen jeden Kater. Hey, Hexer, warum stößt du nicht zu uns? Zu euch? Fressen und saufen. Bist du der Irre, der die Könige abgemurkst hat? Nee, nee, die Geschichte war anders. Hey da, Typ. Ich kenne deine Visage nicht. Was willst du? Ich suche Olgierd von Everreck. Ah, der ist drinnen. Die sehen aber nicht sehr vornehm aus. Die haben sich hier doch eingenistet.
Olgierd von Everreck. Den suche ich. Hier ist keiner, der so heißt. Okay, es könnte sein, dass die Truppe quasi den vertrieben hat. Und was ist das für eine Truppe? Wie sieht sie denn aus? Eine Bande Halsabschneider oder ein Trupp ehemaliger Soldaten, die Glück hatten? Ach, aber da irrst du dich leider. Denn wir sind Söhne von Adligen, alle. Und Töchter. Also, erfahre ich jetzt, wer ihr genau seid? Die Freie Armee Redaniens. Man nennt uns die Wilden, wegen des Wildschweins im Wappen. Die Freie Armee Redaniens? Okay. Man sagte mir, ich würde Olgierd von Everreck hier finden. Da hat dich einer verarscht, Bruder. Dann kannst du vielleicht einspringen und mir helfen, Bruder. Irgendwas sagt mir, dass wir nicht die gleiche Mutter haben. Na gut, Angus, du hast deinen Spaß gehabt. Ich bin Olgierd. Sag mir, was dich herführt. Nein, nein, ich bin Olgierd. Du von wegen. Ich bin Olgierd. Warum ist jetzt hier... Also ich bin ja echt mal geneigt, mit denen aufzuräumen, aber warum ist man nicht gleich eskalieren lassen? Ihr seid umwerfend und ich würde gerne mit euch lachen, aber die Zeit drängt. Holla, nun wird er aber ernst. Das Monster in der Kanalisation. Olgierd von Everreck soll eine Belohnung ausgeschrieben haben. Der war die ganze Zeit schon ernst. Ist doch klar, als Hexer. Wieso? Ihr habt keine Gefühle mehr. Darum seid ihr so steif, als hättet ihr eine lange Pike im Arsch. Na gut, Meister Hexer, Schluss mit den Scherzen. Die sind ja auch nicht mehr die neuesten. Hast dich wacker geschlagen. Komm, ich bring dich zu Olgierd. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Unangenehme Leute. Wie nennt man dich? Geralt von Riva. Dann hör mal her, Geralt von Riva. Wenn du Olgierd triffst, musst du sein Interesse wecken. Interesse wecken? Er ist doch der mit dem Monsterproblem. Ja, aber er braucht dich nicht, um es zu töten. Wenn du diesen Auftrag willst, musst du seine Aufmerksamkeit erregen. Und er langweilt sich schnell. Das passt mir gar nicht. Wir wollen hier einfach nur einen Job erledigen. Na gut, gehen wir mal rein. Ataman, Herr, hier ist dein Gast. Weißt du, welche Statuen die besten Preise erzielen? Gottheiten, Königsbüsten und Akte. Und was haben wir hier? Ein nacktes Mädel. Wie findest du sie? Okay, erstmal ganz interessant. Offenbar sind die gezeichnet so nach dem Vorbild von Kosaken. Atamane waren ja quasi die Anführer. Hetman hat manchmal auch gesagt. Von so Wehrbauern in Grenzgebieten, die nicht klar waren und von denen verteidigt wurden, die ihre eigene Rechtsbarkeit hatten. Relativ lose Haufen, aber sehr wehrfähig. Okay, aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Vorbild. Ja, und die Frisuren ähneln auch sehr dem. Gut. So, wir sollen seine Aufmerksamkeit erregen. Also werden wir mal nicht ganz so langweilig antworten. Eigentlich bevorzuge ich die Werke Pax Gernsts. Ah, kovirische Schule. Kommst du aus Ochsenfurt? Nein, aber ich kenne jemanden, der da promoviert hat. Ah, Botticelli mochte ich immer.
was für Leben er einem Steinblock einhauchen konnte. Botticelli. Aber jetzt ist es wieder nur ein Stein. Ideal proportioniert, makellos. Schrecklich perfekt. Leblos und langweilig wie ein Felsbrocken an der Straße. Schon besser. Zumindest interessanter. Na schön. Kommen wir endlich zur Sache. Doch gehen wir erst zu den anderen und erfrischen uns. Ataman Olgierd, lang möge er leben! Lang lebe der Ataman! Lang lebe der Ataman! Lang lebe der Ataman! Kommt und trinkt mit uns! Tja, jetzt haben wir wohl keine Wahl mehr. Bring uns Wein, Schätzchen. Und was zu knabbern. Gibt es einen besonderen Anlass oder habt ihr nur Lust zu zechen? Jeder Anlass ist besonders. Heute ist es eine Namensgebung. Wessen? Die von Herodors neuem Säbel. Ich hab einen Namen für die Dame. Schöne Waffe, ich taufe dich. Tradiziana! Das Monster in der Kanalisation, weißt du mehr darüber? Weiß nicht, was es ist. Nur, dass es tödlich ist. Es wäre mir egal gewesen, aber es hat meine Köchin gefressen. Oh, die konnte Wild zubereiten. Unvergleichlich. Und in der Kanalisation wollte sie Rehe schießen? Nein, sie ging mit ihrer Schwester oder Cousine zu einem Jahrmarkt. Ist auch egal. Das blöde Huhn hat ihr erzählt, in der Kanalisation von Ochsenfurt säße eine Kröte, die ein verwunschener Prinz ist. Frauen. Für Prinzen warten sie knietief durch Scheiße. Vissi war da keine Ausnahme. Sie ging runter und kehrte nicht zurück. Und da war sie nicht die Erste. Hey, lasst sie in Ruhe. Behandelt man so die Tochter des Hausherrn? Tut mir leid. Wo waren wir? Ach ja, der Auftrag. Übernimmst du ihn? Also, das ist ja super merkwürdig. Die Tochter des Hausherrn? War das seine Tochter? Unwahrscheinlich. Sind das doch Hergelaufene, die sich hier reingesetzt haben? Ich kann mir auch, dieses ganze Anwesen passt doch auch nicht zu denen. Zuvor eine Formalität. Meine Belohnung. Keine Sorge. Komm mit dem Kopf des Monsters wieder, dann darfst du mitnehmen, was du willst. Wie großzügig. Ich würde trotzdem lieber eine feste Summe vereinbaren. Na gut. Wie viel nimmst du? 300, 400 Kronen? 450. Gut. Und ein Andenken darfst du dir auch aussuchen. Naja. Das Biest ist praktisch tot. Wunderbar. Bring mir seinen Kopf. Dann ist die Belohnung dein. Okay. Wir müssen zurück nach Ochsenfurt. Gut, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Sehr interessant. Wir werden noch mal lesen, was wir hier Neues erfahren haben. Ich weiß bis heute nicht, was Geralt dazu brachte, jenen Auftrag von Olgierd von Everick anzunehmen. Die berüchtigte Hexerneugier, eine erschreckend leichte Börse, vielleicht noch ruchlosere Kräfte. Wie auch immer, Geralt beschloss, den berüchtigten Edelmann aufzusuchen und sich um die Belohnung zu bemühen, die auf das Monster in der Kanalisation ausgesetzt war. Der Hexer erkannte sofort, dass Olgierd ein ganz spezieller Charakter war. Er führt einen formlosen Trupp an, der den Boden anbetete, über welchen er zu wandeln geruht hatte. Olgierd unterschied sich dabei deutlich von seinen Truppmitgliedern. Er war ein gebildeter Kunstliebhaber und Anhänger eines gewissen Adelskodexes. Und da war auch
auch noch etwas Undefinierbares an dem Mann, etwas, das der Hexer Jahre später als Leere, die danach schreit, ausgefüllt zu werden, bezeichnen würde. Okay, wir untersuchen das hier nochmal. Ja gut, das haben wir schon gesehen. Das ist ein Frosch mit einer Krone. Alles klar, Süßer? Der Ataman, den willst du sprechen. Naja, dem habe ich schon gesprochen. Zu Diensten, Knappe. Okay, gut. Aber wir werden jetzt nicht direkt nach Ochsenfurt. Aber halt, was passiert hier? Hey du, Katzenauge! Ich heiße Geralt. Aber ich nenne dich Katzenauge. Ist das ein Problem? Komm zur Sache. Ich habe ein Angebot. Vielleicht lukrativ, Katzenauge. Jemand hat meinen Kumpel Kloiwert getötet. Finde raus, wer es war. Dann schneid dem Arschloch den Kopf ab. Warum rächst du ihn nicht? Ihr scheint doch alle gern eure Säbel zu schwingen. Das tun wir. Wenn ich wüsste, wer Kloiwert erledigt hat, hätte ich ihn längst ausgeweidet. Ich weiß es aber nicht. Aber du, mit deinen Katzenaugen, siehst einiges mehr. Spür du ihn auf. Ich bin ein Hexer, kein Kopfgeldjäger. Du tötest doch ziemlich viele von denen, oder? Wenn sie es verdient haben. Und der Mörder meines Freundes hat es nicht verdient? Hör mir erst mal zu. Kloiwert hat mit Fistech gehandelt. Vor ein paar Tagen ist er nach Bogendorf geritten, wegen einer Lieferung. Er kam nicht zurück. Warst du da? Hast du seine Leiche gesehen? Nein, aber Kloiwert war verdammt zuverlässig. Wir wollten uns treffen, er kam nicht. Kann nur bedeuten, dass er tot ist. Finde den Mistkerl, der das getan hat, und töte ihn. Ich zahle gut. Ich überleg's mir. Kloiwert hat eine Narbe auf der Stirn, so ähnlich wie deine. Daran erkennst du ihn. Ich sagte, ich überleg's mir. Weißt du was, Katzenauge? Ein Blick und ich weiß, wie jemand tickt. Du wirst tun, worum ich dich bitte. Da gehe ich jede Wette ein. Triff mich in Ochsenfurt, in der Taverne zur Alchemie, auf dem Marktplatz. Nieder mit den Hurensöhnen. Okay. Interessant. Ich habe gehört, ihr Hexer könnt immer. Stimmt das? Naja. Wir tun, was wir können. So. Wo ist denn das? Ah, okay. Da, in dem Dorf. Ja, passt auf. Das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Ich würde aber sagen, wir werden hier noch ein bisschen weiter reiten. Hier scheint ein interessanter Ort zu sein. Mit einem Anschlagbrett. Und außerdem ist hier in der Nähe noch dieser Runenschmied, über den wir irgendwas erfahren können. Das finde ich auch noch ganz spannend. Also, das machen wir, glaube ich, zuerst. Dann dorthin und dann... Dann nach Ochsenfurt. Ja, das ist der Plan und. Ein Teufel ging auf Krummen. Wo ist jetzt unser Pferd? Kein Geld hat zwischendurch ein bisschen. Der blöde Mächtige, ein Kaiser aus Nilfgaard, kann nicht mal sonst. Da ist unser Pferd. Hier ist auch noch ein Tor. Kommen wir da auch raus? Wir gucken uns das kurz mal an. Aha, hier ist abgeschlossen. Was da wohl hinter ist. Ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall uns noch das Anschlagbrett anschauen. Was es da vielleicht noch an Aufträgen gibt. Hier gibt es so Wege links und rechts. Schauen wir ganz kurz auf die Karte. Ja, die führen am Ende auch in den Ort. Ich würde sagen, ja, klar. Reiten wir mal diese kleinen Wege entlang. Kann nur von Interesse sein, hier noch ein bisschen mehr zu erfahren. Okay, hier sind nur Felder. Aus dem Grund finde ich auch diesen Spezialauftrag relativ interessant. Was ist da vorne? Ein Wildschwein? Wow! Das haben wir ja noch gar nicht gehabt. Und zwar nicht nur eins. Okay. Oh Gott, oh Gott. Uiuiuiui. Was machen wir denn mit denen? Okay, das sind nicht ohne.
Weg mit euch hier. Puh. Aber eins lebt noch. Wir gucken gleich mal, was die... Ach komm, wir plündern die erstmal. Wildschweinfelle kann man bestimmt verkaufen. Mal gucken, wie wertvoll die sind. So, das müssen wir aber noch erwischen hier. Und wir schauen mal, wie gut die brennen. Die Wildschweine. Oh ja. Brennen ganz gut. Ich meine, so einem Einzelnen kann man ganz gut ausweichen, nur in der Herde sind sie am Ende gefährlich. Okay, dann schauen wir mal rein, was wir hier finden. Eine Liste mit edlem Siegel. Was hat es denn damit auf sich? An Kamil, Sohn von Kosa. Dieser Brief ist deine letzte Warnung. Als ich dich zum Jäger gemacht habe, wollte ich nicht, dass du nur den Weibsbildern nachjagst. Es gibt Wildschweine, die sich wie die Karnickel vermehren, Hirsche, die unsere Schösslinge fressen und Wölfe, die in aller Seelenruhe direkt vor den Mauern unseres Anwesens herumstreunen. Mach dich an die Arbeit, Junge, oder deine Karriere endet schneller, als sie begonnen hat. Thaddäus Garin. Okay, das war... War das nicht irgendwie Garins Anwesen? Das fällt mir jetzt erst auf. Insofern ist das eher ein Beleg dafür, dass Olgierd, wenn er denn wirklich so heißt, das mehr oder minder okkupiert hat. Lasst uns vielleicht noch mal kurz lesen. Garins Anwesen. Vor etwa 240 Jahren kam ein gewisser Josen Garin in diese Gegend. Er war ein reisender Schriftsteller aus Haki, außerdem keiner Schlägerei und keinem Humpen abgeneigt. In dieser Gegend fand er blühende Blumen, schattige Waldwiesen und herrliche sonnendurchflutete Felder. Dies inspirierte ihn, sich dauerhaft hier niederzulassen. Seine neuen Nachbarn behandelten ihn zunächst mit Misstrauen, überlegten es sich jedoch anders und tauten auf, da er sich als hervorragender Gastgeber erwies, der ihnen die Kelche stets aufs Neue mit köstlichem Wein aus seiner Heimat füllte. Na gut, das ist jetzt doch kein Hinweis. Okay, gut. Aber der Plan bleibt, wir werden weiterreiten, diesen Dorfort uns mal anschauen, aufs Anschlagbrett gucken und dann zum Schmied dort gehen. Also, bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.